Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Yep, 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 yep. Was hast du, Felix? Stop. Dann müsstest du dich runternehmen, sondern mach, so dass du dich wohlfühlst. Jetzt nicht Kamikaze reinspringen, sondern Fußspitzen und dann. Ja, wenn du siehst, dass du immer noch von hier rüberfahren, lässt hier oben drauf langem stehen und fährst spät rein. Da, wo deine Mutter steht, wenn du vor ihren Füßen langfährst, ja, dann wird es die Spur geben. Ja. Du fährst betont bis hier. Genau. Guck dich den Baum an, bis hier. Ja. Dann ist der gar nicht da für dich. Du fährst so da rein. Weil wenn du hier zu eng kommst, dann hast du verkackt. Ja, immer den Lenker jetzt. Ne? Ja, sag ich ja. Du musst von da unten kommen, musst du hochfahren. Der Lenker ist ja fast so breit. Ruhig den halben Meter abschalten, dann wieder runter. Ja, das ist der Bereich, oder? Ja. Ja, hier kannst du dich auch richtig wegmachen. Ne? Ja. Testen, hätte jetzt schon gelaufen. Sind jetzt hier in Dahlen auf der Strecke und laufen jetzt den Test nochmal mit Florian. Mit David, der gerade noch nicht da ist, und dann gucken wir uns schon mal an. Engrum wieder runter, engrum wieder hoch, engrum über die Reifen, linksrum, Table, linksrum. Voll runterschießen, über die Mumpe springen, kommt auf die Kante, linksrum, dann geht es ein Stück wieder zurück und so schießen. Genau, dann geht es geradeaus. Also ich kann das nicht 100%, aber schon über die so beiden Hindernisse. Was ist deine Meinung zu der schönen Jacke jetzt? Sieht gut aus, oder? Ich habe mich mal kurz eingesetzt fürs Team, aber hat leider doch nicht gefruchtet. Ist wie es ist. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. Sagen wir es so. Ah, okay. Ist das jetzt der Spruch dieser Veranstaltung? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Du willst das diesmal gewinnen und die anderen wieder verlieren, sozusagen? Wir schauen mal, was wird. Was wird? Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir sind stets bemüht. Genau, wir sind stets bemüht, perfekt. Rüstern ist richtig impressed, wie eine Nasendusche funktioniert. Komm, du kannst auch hier drauf drücken und dann drücken. Nur darum, dass du von der anderen. Da läuft er wie eine Gazelle. Der Typ, oh, jetzt hat er aufgehört. Jetzt hat er aufgehört, weil er gemerkt hat, dass er scheiße läuft. Vielleicht aufkommen. Hallo, was machst du denn? I'm a looking super happiness and I know. So, ich bin hier gerade auf dem Test in Dahlen am Burgberg, heißt es, glaube ich, weiß es gar nicht, keine Ahnung. Und ja, bis jetzt sieht der Boden noch richtig gut aus, richtig, richtig gut. Und die Prüfung auch. Ich glaube, das wird richtig cool. Ein paar Wellen drin, schön flüssig. Und ich drehe mal die Kamera und könnt ihr mal gucken, wie das hier so ausschaut. Sportleisen. Was für ein Beat? Top! Im ersten Schritt müssen wir es erstmal einfach härter machen. Und Überlege nochmal, haben wir alles? Ansonsten, den kannst du nochmal abmachen vom Test. Jetzt sind wir bei der Anmeldung. Ja, und dann melden wir uns. So. Dann können wir vielleicht auch nicht kaputt. Ah, Wahnsinn, wieder ein Schmeck. That hit to beat the block, you can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom boom boom, how the beat bang. I like that boom boom pow, them chickens jogging my style. They try to copy my swagger, I'm on that next shit
that boom, 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 that future boom, boom, boom. Let me get it now. Boom, 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 gotta get that. 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 Boom, 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 that boom, boom. Stark, stark. Oder meinst du einfach hier rechts vorbei und dann? Das Problem ist das Loch da oben. Ne? Ja, wenn du einfach am Luftfilter. Du kannst lieber durch das Loch und dann hüpfst du hier einfach hin. Und dann ist hier vorne da oben. That supersonic boom, y'all hear that spaceship zoom. When I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all stuck on super ape shit, that lo-fi stupid ape bit. I'm on that HD flat, this beat go boom boom bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we gotta beat that bounce, we gotta beat that pound. We gotta beat that 808, that boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your hands in the air. Will I am, drop the beat now. Egal, ich war auf jeden Fall da, wo ich dich hingehöre. Und da kommst du weg. Hast du getan? Und dann, aber das passiert nicht nochmal. Stand ich auf dem Vorderrad? Ich war kurz davor, da abzugehen. Was bist du gefahren? 45 Sekunden langsamer als der Schnellste. Okay. Also richtig, ich war richtig schlecht, glaube ich. Ich bin 36. Gestern 20 Kalbe gesoffen. Du bist jedes Tag, ne? Die mal 21 Kalbe gesoffen bei YouTube. Guck dir das Video an. Das ist gut. Oder das brauche ich wieder. Licht machst du wieder an, ne? Warte, jetzt zeig nochmal kurz weg. Brauchst du nicht mehr, oder? Ständer. Weißt du Bescheid, wo es reingeht, Junge? Herr Felix, in der Farbe?
gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Yep, 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 yep. Boom, boom, boom. Gotta get that. 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 That boom, that boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock that roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom, how to beat bang. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that. Yep, 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 yep. Boom, boom, boom. Gotta get that. 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 Boom, boom, that. Boom, that. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll. That future flow. That digital spit, next level visual shit. I got that boom, boom, how to beat bang. I like that boom, boom, pow. Them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I'm so 2008, you so 2000 and late. I got that boom, boom, boom. That future boom, boom, boom. Let me get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. Gotta get that boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. That boom, boom, boom. I'm on that supersonic boom. Y'all hear that spaceship zoom. When I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all stuck on super ape shit. That low by stupid ape shit. I'm on that HD black. It's Pico Bitch. I'm a beast, turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger.
So gerade rüber gefahren, ja. Über diesen Buckel. Und da bin ich halt irgendwie, ist das Vorderrad weggerutscht über die Steine. Bin ich da runtergefallen, dann ist mir der nächste gleich hinten reingefahren. Dann habe ich versucht aufzuheben, dann ist der nächste über mein Motorrad rüber, über mich rüber. Das hat halt ewig gedauert. Ich komme jetzt wechseln. Oh. Da war es das, da war es auch wirklich der. Der Dings, wie heißt es? Das Moos, was einfach so durch war. Er ist nur auf Hinterrad gefahren, nur. Es war ja relativ viel Straße, alles auf dem Hinterrad. Stark. Stark. Wo ist denn jetzt mein Brötchen, Werner? Zum zweiten Lauf der deutschen Enduro-Meisterschaft ging es nach Dahlen. Ich fand beide Tests echt cool, sowohl der Extremtest in Weltewitz als auch der Crosstest in Dahlen. In Weltewitz bin ich leider in der ersten Runde gleich gestürzt. Ja, habe da super viel Zeit verloren, über eine Minute lang.
da ich an einer ungünstigen Stelle gestürzt bin, Fahrer von hinten kam und ich konnte ja halt lange nicht losfahren, bin auf meine rechte Seite gefallen und habe mir ganz schön den Oberschenkel auf den Stein angehauen. Das habe ich den Tag über schon noch gut gemerkt, aber in den Tests konnte ich die Zähne zusammenbeißen und da hat das trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Ja, durch den Sturz natürlich den Tag versaut eigentlich, aber von den Zeiten her war es dann doch ganz gut und ich bin auch die Etappe gut durchgekommen durch die Schlammlöcher, hat alles gut geklappt, war bis auf den Sturz ein echt guter Tag. Ich hatte auch Spaß beim Fahren und speziell in den letzten beiden Tests in Dahlen, wo die Strecke schön kaputt war, habe ich richtig Spaß gehabt. Das hat mir richtig gut gefallen, dass man da zweimal gleich hintereinander Zeiten fahren konnte, wie bei einem Sprint-Enduro. Und ja, somit hatte ich richtig Spaß und ja, freue mich auf das nächste Rennen in der deutschen Meisterschaft in Neiden und freue mich da sehr auf das Sprint-Enduro, weil das konnte ich in Tschechien schon mal machen und das ist ein cooles System und da freue ich mich sehr drauf.